Hallo liebe Freunde, Servus und willkommen zurück zu Dishonored. Ich stehe hier in der Destillerie und der liebe Slectro hat uns ja einen Hintereingang verraten, wie wir in die goldene Katze reinkommen, in die Golden Cat, da wo Emily festgehalten wird, hoffentlich. Also nicht hoffentlich, weil ich möchte, dass es ihr schlecht geht, hoffentlich. Deswegen, weil ich hoffe, dass wir die endlich finden und sie in Sicherheit bringen können. Und ich muss sagen, falls ich, was ich jetzt nicht glaube, aber falls ich in dieser Folge verdächtig, ich möchte es fast gar nicht aussprechen, aber verdächtig gut sein sollte, was ich bestimmt nicht sein werde, weil ich das Spiel echt nicht kann, dann liegt das daran, dass ich gerade diese Episode schon aufgenommen habe, aber leider ein bisschen mit schwarzem Bildschirm. Ich hatte nämlich vorhin ein anderes Spiel aufgezeichnet. Und als ich das gemacht habe, habe ich die Vollbildaufnahme verwendet und jetzt bei diesem Spiel ging das irgendwie nicht, habe nicht drauf geachtet und hatte einen schwarzen Bildschirm. Na gut, vielleicht komme ich somit aber ein bisschen weiter, weil ich ja schon ein bisschen was weiß. Ich hatte vorhin mal nachgeguckt, das mache ich jetzt gleich nochmal. Ich kann es einfach nicht glauben, dass ich wirklich Griff erledigt habe und dass Griff nicht mehr da ist. Das ist echt ärgerlich. Gut, ich meine, der wird mir bestimmt keine so großartigen Sachen verkaufen können, aber ich habe ihn mal gerettet. Ich habe ihn mal einfach gerettet und jetzt habe ich den einfach so aus Versehen wieder gekillt. So, da bin ich jetzt mal gespannt. Ich habe ich vorhin aus Versehen, das wusste ich auch gar nicht, ob das geht, diese Flasche angerempelt, also beim Rüberklettern habe ich wirklich diese Flasche berührt und dann ist sie runtergefallen. So, wie mache ich das jetzt? Ich denke mal, wie vorhin, da habe ich eigentlich einen recht guten Versuch gehabt. Nämlich, sobald die beiden hier an mir vorbei sind, beziehungsweise die drei, der andere ist hinter diesem Lastwagen oder was das ist, oder diesem Waggon, kletter ich hier hoch. So, ich muss geduckt sein, weil sonst hören mich die. Kriminelle Aktivitäten nahe der Soldier Square wurde die jetzt abgeriegelt. Wachtürme und zusätzliche Patrouillen sind im Einsatz. Den erledigen wir so. Oh, siehst du mal, jetzt haben die mich tatsächlich gesehen. Das passiert sonst eigentlich nicht. Wo ist der? Was? Alle jetzt auf einmal? Scheiße. Fuck. Weg, 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 weg. So, und hoffentlich kommen die jetzt nicht hierher. Und wenn doch, dann werden wir das schon irgendwie schaukeln. Ich frage mich, warum mich die gesehen haben. Machen die normalerweise nicht? Werden sie normalerweise nicht gemacht? So, mal schnell mit der Nachtsicht checken, wo ihr alle seid. Ich hier. Ach, ein Scheiß. Ich wette, den Kerl sehen wir wieder. Ich weiß, dass du hier bist. Nein, nein, das täuscht. Kannst dich nicht ewig verstecken. Doch. Kann ich wohl. Ihr habt ihn entkommen lassen. Ich werde dich finden. Doofies. Ja, ich nochmal. Sobald die wieder ihrem normalen Ton nachgehen, versuchen wir das Ganze nochmal. So. Und eigentlich haben wir doch so ein Buch eingesammelt, mit dem wir nur 10% weniger verfolgen. Ja, denn da kann doch nicht. Ja, okay, okay. Na gut. Aha. Ich werde ihr noch einmal schreiben. Sie muss es verstehen. Eine ist weg. Ich versuch's nochmal da hoch. Oh, okay. Tatsächlich eine andere Situation. Sehr gut.
Achtung, Bürger von Dunmore. Dieser Bezirk steht ab sofort unter einer Walöl-Ausgabesperre. Die Einhaltung wird strengstens durchgesetzt. Schön, dass sie doch so ein bisschen halbblind sind. So, der geht in Asche auf. Ich hab dich gehört. Hier ist er. Wenn ich dich finde, da bist du. So. Da bist du ja. Oh, ich bin nicht da. Ich würde den aber gerne halt mit diesem Sprung erledigen. Wir wissen, dass du hier bist und wir werden dich in Kunden vorwerfen. Hier ist er. Oh, komm mal her. Boah, scheiße. Verrotte im Großen nichts. Ah, ist echt nicht leicht. Der Mann, den du getötet hast, war einer meiner Freunde. Na dann. Verdammt. Was zum Teufel? Ich hab's gerade eben noch gesagt. Falls ich zufälligerweise gut sein sollte in diesem Abschnitt. Denkste. Ist echt schwer. Ich find's echt nicht einfach. So, da haben wir die zwei aber schon mal. Ich verkacke das ja sogar, obwohl ich diese Nachtsicht habe. Natürlich schon, was eigentlich? Achtung, Bürger von Dunn. Unkriminelle Aktivitäten nahe der Solgersquare wurden gegen jetzt nicht abgewickelt. Ah, okay, jetzt kommen sie natürlich alle. Ah, ganz schlecht. Verdächtige Personen werden als feindliche Elemente mit böswilligen Absichten behandelt. Nein, nichts. Täuscht. Halt, wer ist da? Verdammt. Niemand. War wohl nur der Wind. Ja, ich glaube auch. Ich bin sogar ziemlich sicher, dass das nur der Wind war. Benutzt. Hopp. Bin mal gespannt. Müsste es die doch eigentlich erwischen. Was? Liegt die? Ach, scheiße, die liegt da. Nicht gut. Kann ich die wieder einsammeln? Achtung, Bürger von Dunmore! Dieser Bezirk steht ab sofort unter einer Walöl-Ausgabesperre. Die Einhaltung wird strengstens durchgesetzt. Gott sei Dank. So, mache ich es aber nochmal so wie davor. Es muss eigentlich funktionieren. Ich wüsste auch nicht, warum die. Jetzt aber schnell. Da. Und den einen. Zack. Und den nächsten. Zack. Wunderbar. So muss das laufen. Dann gleich auf zu den nächsten. Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen? Kein Zweifel. Wie geht das? Was? Die Lichtwand?
Ist das nicht beeindruckend? Eine von Sokolovs neuesten Erfindungen. Die Idee dazu kam ihm angeblich in einer Vision. Sicher. Aber weißt du, wie sie funktioniert? Nicht so genau, aber einem stehen alle Haare zu Berge, wenn man hindurchgeht. Pass auf, dass deine Männer nicht daran herumspielen. So, und der bleibt hier. Der geht weg. Und den holen wir uns zuerst. Du merkst nichts davon. So. Ich habe die ja früher eigentlich alle immer nur betäubt, beziehungsweise mal schnell bewusstlos geschlagen. Mache ich jetzt nicht unbedingt immer, weil die ja so zu Staub zerfallen, wenn ich sie wirklich töte. Ich bin also eigentlich auf der sicheren Seite, wenn ich die erledige. Ach, oh, hier ist er. So, hier eine Sache, die ich vorhin gesehen habe, die will ich mal ausprobieren. Hier nämlich mit unserem Kabelwerkzeug kann ich das Ding manipulieren, die Lichtwand. Das hat jetzt bewirkt, dass die Lichtwand nicht mehr gegen uns aktiviert wird, sondern gegen die Feinde. Das will ich doch mal sehen. Also ich stelle mich jetzt mal hier schön provokativ hin und schau mal, was passiert. Na komm, komm hier mal her. Cool, das ist sogar eine Errungenschaft. Ja, der nächste. Voll geil. Komm, komm, noch mehr. Ach, wie geil. Waren davor aber gar nicht so viele. So, und die hören gar nicht auf. Wo ist der mit der Pistole? Wo ist der fiese Schütze? Dann, wo ist denn meine Pistole? Vor allem hier. Das habe ich so selten benutzt, dass ich mal weiß. Könnte ich nämlich den einen, soll ich mich da jetzt wirklich durchtrauen? Ja, genau. Sollte kein Problem sein. Das ist natürlich geil. Das macht Spaß. So. Was auch noch cool ist. Zu wissen. Das funktioniert so also nicht. Valtank explodiert also sofort, wenn ich den hier durch das Tal durchwerfe. Ich hätte den nämlich gerne auf den Wachturm da geworfen. Nur um zu gucken, ob das vielleicht funktioniert, dass ich den so deaktiviere. So, du guckst in die richtige Richtung. Nämlich weg von mir. Das ist gut. Uap. Ach du Scheiße, jetzt beschießen die mich jetzt mit dem Teil. Nein, 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 ich bin schon weg. Alles ruhig. So, dreh du dich wieder weg, Turm. Okay, da haben wir einen. So, hier, liebe Freunde. Vielen Dank. Sie haben mich gerettet. Wie kann genau. Ich Ihnen danken? Ich habe nichts. Moment, nehmen Sie dies. Das ist der Hintertürschlüssel zu Buntings Haus, dem Kunstcenter an der Hauptstraße. Ich habe für ihn gearbeitet, vor der Seuche. Er hat alle Diener entlassen, aber wohnt noch immer dort. Vielleicht hofft er, etwas aus seinem Tresor verkaufen zu können. Ich weiß nicht, was dort noch ist, aber mehr kann ich nicht anbieten. Nehmen Sie ihn. Vielen Dank. So, die Dienerin des Kunsthändlers besaß einen Schlüssel zum Dienstboteneingang seines Hauses, in dem sich angeblich Wertgegenstände befinden. Das hängt auch, ihr erinnert euch, mit Slackjaw zusammen. Also wir haben ja die Wahl, entweder die Pendletons selbst zu töten, oder den Weg zum Tresor zu finden.
Und dann macht das Slackjaw für uns. Und ich weiß nicht, was schlauer ist. Ich hätte die eigentlich gern selbst erledigt. Pendletons. Ich hätte aber eigentlich auch gerne die Wertgegenstände aus dem Tresor gehabt. Ihr wisst noch, beim Galvani hatten wir im Tresor extrem viel Kohle gefunden. Das könnte natürlich auch hier der Fall sein. Oh, ich habe echt Elixiere voll. Okay. Offizieller Bericht der Wache. Den hatten wir hier schon an dieser Stelle. So, dann mal weiter. Bis ein neuer Oberaufseher bestimmt wird. Möge der Geist des Oberaufsehers sich verflüchtigen und eins mit dem Kosmos. Gut. Oh, was haben wir? Are you a dead counter? Brave man needed for crisis management. Aha. Ja. Was sollen wir machen? Kabelwerkzeug, sehr gut. Dann haben wir jetzt wieder eins. Haben wir gerade eins verbraucht. Das mit der Manipulation der Tore, der Lichtwände, das finde ich auch gut. So. Ich halte gedrückt fürs Schlüsselloch. Da ist niemand und wir können aufschließen. Ist das... Genau, das ist schon richtig. Das Hotel. Wunderbar. Sehr schön. Also schön durch den Hintereingang. In die goldene Katze. So, ausschließlich Personal. Ist verschlossen. Ein Herzbrochen habe ich gehört. Ah, hier ist das noch ein Artefakt. Und irgendwo wäre noch eins gewesen, das ist aber irgendwo unterirdisch. Da kommen wir so nicht hin. Also an das Unterirdische, an das hier natürlich schon. Pistole kann ich auch nicht nehmen. Und Knochenartefakt. Die Knochenartefakte gucke ich mir auch gleich an, weil ich ja noch eins habe, das nicht ausgerüstet ist. Ich kann im Moment aber auch nur drei ausrüsten. Okay, steht hier, dass ich zwei... Ah ne, das sind die drei ausgerüsteten Leichenbestatter. Ich meine, mal gucken, was das war. Du kannst dich etwas schneller bewegen, wenn du eine Leiche trägst. Es dauert etwas länger, bis die Wirkung des Adrenalins abebbt. Und du regenerierst etwas schneller Mana. Und da haben wir nochmal Weiner bewirken etwas weniger Schaden. Bis jetzt ist es, glaube ich, nicht nötig. Es waren nicht so viele Weiner unterwegs. Und in seltenen Fällen stellt ein Trank dein Mana vollständig wieder her. Brauche ich im Moment eigentlich auch noch nicht. Nee, lassen wir noch. Golden Cat ist ganz nah dran. Ah ja, ihr wollt mich angreifen, Ratten. Ein bisschen ziehen die mir schon ab. Und ich bekomme da immer kurz Ganzkörpergänsehaut, wenn die anderen kommen. So, ich sollte keinen Lärm machen. Vielleicht ist auch der Lärm das, was die Katzen, sage ich schon, die Ratten immer anlockt. Ah, okay. Gar nicht mal so weit weg. Na dann. Können wir da nicht das Schlüsselloch? Können wir nicht? Puh, Freunde, ich bin ein bisschen aufgeregt. Auf zu Golden Cat. Das Badehaus Golden Cat. Mhm. Badehaus. Natürlich. Ah ja, das ist natürlich dieser Spiel auf deine Art, verschiedene Optionen. Mhm, das wissen wir schon. Also das mit den verschiedenen Optionen. Mal gucken, ob hier ein anderer Text steht. Die Umgebung, durch die du dich gleich bewegst, hält verschiedene Wege bereit, die unterschiedliche Herangehensweisen an deine Mission ermöglichen. Halte Ausschau nach Vorsprüngen, Rattentunneln, Wasserpassagen und Verstecken. Ziel. Ah ja, okay, gut. Das gilt schon als Zugang. Der Kunsthändler. Hm. Gehe ich zum Kunsthändler, kann ich die Pendletons, glaube ich, wirklich nicht erledigen. Dann habe ich nämlich die Sache mit Slackjaw.
in die Wege geleitet. Das sieht natürlich aber schon auch geil aus hier, dieser Bereich. Wow, die Golden Cat ist ja ein fettes Gebäude. Ich hätte ja gedacht, das wäre so ein kleines Etablissement, aber das ist ja riesig. Das ist riesig. Sehr nice. So, über die Dächer. Und auf jeden Fall nicht jetzt schon erwischen lassen. Okay, da könnten wir wahrscheinlich durch. Ich gucke mir das mit dem Kunsthändler trotzdem schon mal an, nur mal zu sehen, ob ich dann Eingang sehen kann. Okay, da komme ich wahrscheinlich direkt drüber. Oder sogar hier hinten. Okay. Ich würde gerne hier rüber. Aha, was ist hier los? Von irgendwas muss man ja leben. Ah ja, okay. Die Kittel sind ja also da draußen schon unterwegs. Rune oder Knochenartefakt in der Nähe. Na wunderbar. Eine Rune, 23 Meter in diesem Häuschen also. Knochenartefakt. Knochenartefakte können wir gerne verzichten. Gute Runen natürlich auch, weil wir die kaufen können. Aber wenn wir schon in der Nähe sind, würde ich die Runen gerne mitnehmen. Sofern das möglich ist. Jeweils. Ist das zu weit? Dann nicht da dort, wo ich landen möchte. Gut, ich weiß auf jeden Fall inzwischen, dass die mich ja nicht aus der Ferne sehen. Scheiße, fuck, warum? Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist. Ach nee, weißt du nicht. Auf jeden Fall müsste hier irgendwo. Oh, wir haben hier mehrere Runen. Zwei Stück. Und der Knochenartefakt auch noch. Und das ist die erste, die ich auch hier vermutet habe. Die nehmen wir mit. Wie viele habe ich jetzt? Ich habe zwei Runen. Dann kann ich eigentlich gleich diese passive Kraft nehmen. Sprunghöhe erhöht sich und Fallschaden wird reduziert. Das hört sich gut an. Du kannst höher springen, indem du Leertaste gedrückt hältst. Ah, schön. In der zweiten Stufe kannst du wesentlich schneller sprinten. Gut, Sprint ist jetzt gut fürs Weglaufen. Das ist unser normaler. Ah, der macht einfach so einen Doppelsprung. Wunderbar. Gefällt mir gut. So. Dort müssen wir also hin. Und ich werde gesucht. Also, liebe Freunde, in der nächsten Folge betreten wir die Golden Cat. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen nach oben, um uns zu loben. Und ein Abo da lassen, um nichts zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.